Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr da seid. Und Eva und ich, wir hätten das sicherlich am Anfang nicht gedacht, dass wir das so lange machen und dass wieder so toll wird. Ja, und dann haben wir eigentlich fast jeden Tag zusammen gelernt. Ja, so haben wir Ja, uns kennengelernt. genau. Ja, vielleicht erzähle ich mal, wie ich da so dazu gekommen bin und wie wir dann da so unsere Wege uns gekreuzt haben. Ich grüße euch alle. Wunderschönen guten Morgen. Bis eines Tages in meinen Mitzwanzigern ich sehr, sehr krank geworden bin. Und das hat auch heute mit dem Thema zu tun, über das wir reden werden, nämlich mit der Müdigkeit. Mich hat es mit dem Chronic Fatigue Syndrom und etlichen anderen Dingen eben auch erwischt. Und nachdem ich 3 Jahre im Bett gelegen bin und mir keiner irgendwie helfen konnte, weder Schulmedizin noch irgendwelche Heilpraktiker, habe ich gesagt, ja, okay, dann musst du es wohl selber in die Hand nehmen und habe mich dann reingestürzt in Therapien, habe erstmal eine Ausbildung in der TCM gemacht. Da muss es doch irgendwas online geben. Und auf einmal las ich in irgendeiner so Yahoo-Gruppe, dass da eine Frau irgendwie Mitstreiter sucht, um sich auf die Hier. Heilpraktikerprüfung vorzubereiten. Ja, das war die hier, ne? Und die war ja schon sehr, sehr lange dran. Ich habe mich gerade erst vor kurzem dran gemacht. Ja, und so kamen wir zusammen. Da hat sich dann eine Lerngruppe formiert. Teilweise waren es nur wir beide. Ja, kann ich Oft mich noch ja. sehr gut Naja, aber erinnern. wir haben das auch teilweise, wollten wir das auch, dass nur wir beide das Ja, da sind machen. wir Hat schnell das nicht. vorangekommen, Ja, ne? gut, also es waren auch einfach mal so Zeiten, wo sonst die Leute, wir haben das viel morgens gemacht, ne? Also wir haben uns häufig morgens getroffen. Da hatten wir aber auch unsere Lerngruppen mit den anderen. Also, aber wir waren wirklich jeden Tag haben wir es gemacht. Und das Ja, war jeden eben, Tag waren wir dabei. Und am Anfang war genau. das auch so, dass Annette quasi mir doziert hat, weil ich ja da so frisch reingekommen bin. Ich bin aber eine relative Perfektionistin. Also ich glaube, ich war dann auch sehr fleißig. Und wir fanden das einfach super, ne? Du musstest jetzt nicht irgendwie dich dann noch duschen gehen und dich aufstylen und wohin fahren und einen Parkplatz suchen. Und dann kommst du wieder nach Hause. Ich habe in Köln gewohnt, da einen Parkplatz zu finden, eine Katastrophe. Ja, sondern Absolut. Computer an, ja, aufgezeichnet, nochmal nachher Passagen angehört. Und also wir sind da sehr, sehr gut vorangekommen und hatten dann auch im zeitlichen Abstand, ich glaube, von 4 oder 5 Wochen. Ja, und dabei keimte dieser Gedanke auf, dass wir gesagt haben, das ist doch geil. Ja, Ja. warum gibt es das nicht? Und wir beide hatten uns aber bis dato immer nur per Webcam gesehen. Und deshalb haben wir dann gesagt, also wäre doch eigentlich wirklich eine klasse Idee, eine Online-Schule zu machen. Ne? Frage ist, kriegst du dafür Leute? Wie ist das? Wir haben uns auch noch nie gesehen. Annette wohnte in Hamburg, ich wohnte in Köln. Also haben wir gesagt, okay, wir gehen mal ein bisschen schwanger mit der Idee. Wir lassen uns mal 2, 3 Monate Zeit, denken mal drüber nach, weil das natürlich auch ein Wagnis ist. Und dann treffen wir uns. Treffen wir uns in Hamburg? Treffen wir uns in Köln? Nö. Nö. Wir treffen uns einfach in der Toskana, ne? Genau. Und dann sind wir also ab in die toskanischen Weinberge und haben uns das erste Mal gesehen, War was so dann auch schön. nochmal eine andere Situation natürlich auch ist, ne? Man erlebt den Menschen ja dann wirklich mit allen Sinnen und sind dann in Klausur gegangen und haben gesagt, nee, wir wagen das, ne? Wir fangen im Mai an, ne? Also wir haben ja jetzt Mai vor 15 Jahren. Und wir starten mit einem Crashkurs. Und dann haben wir wirklich gezittert, kriegen wir da so die Mindestteilnehmerzahl von 5 Leuten zusammen. Und wir haben Klappe. sie zusammenbekommen. Und wir wollten, unser Anliegen war auch immer, nicht einen Analogunterricht aus dem Klassenraum ganz einfach irgendwie so als Abklatsch online zu machen, sondern die Möglichkeiten, die das Online-Lernen bietet, die wirklich herauszustellen. Das heißt, diese gesamte Flexibilität, die man darüber hat. Heutzutage kennen das viele, gerade nach der Corona-Krise, aber damals war das für die Leute was Abstraktes. Die haben gesagt, Mensch, das muss doch super unpersönlich sein. Ne? Ne? Also ich glaube, wir haben noch keinen Teilnehmer gehabt, der uns als unpersönlich bezeichnet hat. Ja, und ist es effektiv? Ja, es ist super effektiv. Man kann die Sachen aufzeichnen, wenn man mal nicht aufmerksam ist, man kann sich noch mal Sachen anhören. Natürlich müssen gewisse Dinge ergänzt werden, eine körperliche Untersuchung etc. Und es ist auch immer ganz toll, dann wieder live mit Menschen zu arbeiten, also face to face. Aber dieses Konzept hat sich bewährt. Man sieht das heutzutage auch in vielen Sparten, dass das gemacht wird. Und wir sind da sehr schnell dann auch gewachsen. Und dieses Wachsen ging auch sehr intensiv von unseren Teilnehmern aus. Also, dass die auf einmal gesagt haben, Moment, wir haben jetzt den Crashkurs gemacht. Mir fehlen da aber noch Grundkenntnisse.
könnte man nicht einen Grundkurs machen? Oder zum Beispiel auch, ja, ja super, ne, jetzt gehen wir aber in die Prüfung. Könnte man nicht noch einen Intensivkurs zur Prüfungsvorbereitung machen? Ich sage das auch immer in den Kursen. Also Fee ist mir auch immer sehr gut im Gedächtnis geblieben, weil sie wirklich jetzt nach 15 Jahren unter den Top 3 war, würde ich jetzt mal sagen, was den Ehrgeiz und das Wissen, auf das Wissen bezogen war. Also ich sage immer gerne, wandelnder Pschyrembel, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mit ihr da zu arbeiten. Und als wir dann gehört haben, dass sie in diesem Bereich ist und sie auch gefragt hat, ob da nicht mehr Interesse bestehen würde, da war das eigentlich relativ klar, weil wenn Fee was macht, dann macht die das ganz, ganz fundiert, verschiedenen Themengebieten, ob das zum Beispiel die Mitochondriopathien sind, ne, das Immunsystem oder was auch immer, sehr themenbezogen, sehr praxisnah. Und wir freuen uns sehr, liebe Fee, dass du heute auch hier deinen Teil zu unserem Symposium beiträgst. Ich danke euch. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Du hast fast schon meine Geschichte vorne weggenommen. Ja. Oh, danke schön. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, ja? Die Luftballons und ihr gelandet. Ja. Ich habe mich schick gemacht. Ich habe mich schick gemacht. Ich hab hier geschmückt und ich habe hier Liedchen singe ich jetzt nicht, aber so jetzt muss ich aber mal. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ja hier unsere Jubiläare heute und ich möchte das auch wirklich ganz im Zeichen von Evidia machen. Erstmal von meiner Seite aus meinen allerherzlichsten Glückwunsch zu 15 Jahre Evidia. 15 Jahre wirklich tolle Arbeit, fachlich tolle Arbeit, menschlich tolle Arbeit, eine Masse an Herz, eine Masse an Geduld. Ja, ich würde mal behaupten, jeder, der bei euch war, könnte das jetzt unterschreiben. Und wenn es euch nicht schon geben würde, man müsste euch schlicht erfinden. Ich kann das nämlich auch beurteilen, weil die Eva hat ja gerade schon gesagt, ich bin tatsächlich ein Evidia-Gewächs, durfte in den Genuss der Ausbildung kommen, bin jetzt seit 2016 in eigener Praxis unterwegs. Und für die, die mich nicht kennen, nochmal ganz kurz, ich heiße Fee Zimmermann, ich bin 51 Jahre alt, bin Sozialpädagogin von Hause aus und seit 2016, Heilpraktikerin. Und ich behandle in der Praxis chronische Erkrankungen, die sich typischerweise in der Heilpraktikerpraxis zeigen. Die Besonderheit ist wahrscheinlich bei mir, dass ich mich spezialisiert habe auf die orthomolekulare Medizin. Das heißt, die chronischen Erkrankungen, Menschen, die bei mir aufschlagen, meistens nach einer entsprechenden Ärzte-Odyssee, kommen zu mir genau aus diesem Grund. Das hat sich mittlerweile offensichtlich rundgesprochen, dass ich orthomolekular behandle. Und ich habe mir gedacht, wenn es hier um Geburtstag geht, dann habe ich gedacht, das ist super, das passt. Ich möchte euch gerne heute erzählen, was die orthomolekulare Medizin dazu beitragen kann, uns länger und zufriedener leben zu lassen. Dass es einige Mikronährstoffe gibt aus der orthomolekularen Medizin, die wahre Gesundheitselixiere sind. Und dazu gehören vor allen Dingen das Vitamin D, die Omega-3-Fettsäuren, Zink, Selen, Spermidin und das Coenzym Q10. Wenn ich mal ganz kurz ein bisschen lobhudeln darf. Der Siegfried Kemper war mir schon ein Begriff, bevor ich Heilpraktikerin wurde, weil meine liebe Frau Mutter schon seit 40 Jahren Heilpraktikerin ist und da auch immer wieder Fortbildung bei ihm gemacht hat, zum Beispiel auch Ozontherapie. Und ihr habt es hier mit einem wahren Urgestein der Heilpraktikerschaft zu tun, einem der Felsen, die auch uns verteidigen in diesen Zeiten, gerade auch der ja recht organisierten Zwietracht säenden Angriffe. Und da finde ich, muss man auch mal ein ganz großes Lob aussprechen, weil ja auch nicht alles, was da so hinter den Kulissen abläuft, immer so nach außen dringt. Aber ihm haben wir sehr, sehr viel zu verdanken. Und ihr habt es hier mit einem wahren Bollwerk an Kompetenz zu tun. Und jemand, der das auch transportieren kann, und zwar teilweise in einer höheren Sprechgeschwindigkeit, als ich das sogar tue. Und ich freue mich, dass er erstens mal seit Jahren bei uns hier diese Kurse wie GBH, Praxismanagement und auch Iris-Diagnostik eben auch macht, weil das immer Ersthand-Informationen sind und wirklich eben Info, ganz, ganz fundiert. Und schön,
dass du dir heute Zeit genommen hast, trotz Geburtstag des Sohnes. Und das wissen wir hoch, hoch zu schätzen. Und erstmal einen ganz lieben Gruß nach Gelsenkirchen. Ja, jetzt bin ich erstmal gerührt, muss mir die Tränchen unter der Brille wegwischen für so liebe Worte. In der Tat, ich kann nichts anderes als das, was ich hier mache, weil ich in meinem Leben auch nie was anderes gemacht habe. Es macht mir eben Freude, die Information weiterzugeben. Und ich kann euch wirklich versprechen, das merkt man, deswegen bin ich so gerne mit euch im Team zusammen und auch stolz drauf. Ich bin also sehr, sehr gerne hier. Ich kann eure Plattform und das, was ihr macht, auch das Lob zurückgeben. Und ihr seht gerade in Zeiten der Pandemie, wie visionär und wie zukunftsvoraus ihr da gewesen seid. Also ihr habt euch gut aufgestellt, ihr habt Erfolg, ihr seid toll. Und das Grundehrliche bei euch, das ist das, was mir auch enorm gut gefällt. Ich bin's auch, das gefällt leider Gottes nicht immer allen, weil ich halt auch manchmal hart sagen muss, was Bullshit ist. Und ich nutze diese Gelegenheit, euch heute etwas zu erklären, weil hinter dem Begriff Praxis und Hygienemanagement stecken auch böse Sachen drin. Böse heißt, kostet Geld und ist mit Arbeit verbunden, aber das sollte man halt auch sich durchquälen. Wenn ich über Abrechnung, also so verdiene ich Geld, da ist die Nachfrage immer natürlich viel, viel höher. Und es war jetzt eine sehr gute Idee von Eva und Annette zu sagen, mach doch mal so ein bisschen einen Mix. Und das fiel mir insofern sehr leicht, weil es ein bisschen erklärt, warum aus mir etwas geworden ist. In der Tat habe ich ein recht stattliches Einkommen. Manchmal schäme ich mich ein bisschen, wie leicht ich mein Geld verdiene. Aber es ist halt so, dass das, was wir machen, eine hoch anständige und auch durchaus wichtige Arbeit ist. Ich will das so ein bisschen halt auch da loslegen, nicht nur labern. Aber es ist eine die Art, was wir jetzt halt auch sind, im Vergleich zu früher, wo ich angefangen habe mit etwa 5000 Heilpraktikern in ganz Deutschland. Jetzt sind wir, wie ihr unten lesen könnt, hier die Zahlenübersicht. Man sieht momentan in einigen Medien immer mal was über uns. Sei es, dass irgendwelche Irren uns abschaffen wollen, dass jemand meint, Münsteraner Kreis, man müsste uns komplett fast enteignen mit unseren Verfahren. Und deswegen habe ich eine Studie in Auftrag gegeben. Und es ist sehr schön, dass die sich so durchgesetzt hat, weil es gab kaum Zahlen. Und wenn ich bei Politikern mal ein bisschen einen auf die Hose machen möchte, und man kann tatsächlich sagen, wir haben 1 Milliarde Umsatz und die Hälfte davon sind Selbstzahler, das andere teilt sich unter Zusatzversicherung Privatkassenbeihilfe auf. Das heißt, diese 1 Milliarde geht völlig am Gesundheitssystem der Sozialkassen vorbei, entlastet diese also. Und so wie ihr eine gute Ausbildung habt, habt ihr die auch selbst bezahlt. Das heißt, wir Heilpraktiker haben sowohl in der Ausbildung den Staat nichts gekostet. Und das, was wir tun, hilft immerhin so, dass etwa 128.000 Patienten jeden Tag zu uns in die Praxis kommen. Und wenn man das auch noch ein bisschen mag, sich mit Beschwerden zu beschäftigen, die die meisten Menschen haben, dann ist das schon fast zum Erfolg verurteilt. Vorneweg, also der Allrounder hat eine gute Chance, eine erfolgreiche Praxis, die auch betriebswirtschaftlich hochlukrativ ist, Einkommensverhältnisse absolut arztgleich sein können. Und es gibt auch natürlich Therapieverfahren, die unheimlich gut ziehen, wie zum Beispiel die Osteopathie. Wer aus der Physiotherapie kommt, eine osteopathische Ausbildung hat und sich dann als Heilpraktiker, ich rede vom Vollheilpraktiker und Osteopathie anbietet, der wird immer eine gut gehende Praxis haben. Also das Gefühl, wenn der Patient gestärkt aus der Praxis geht, findet oft über diesen zwischenmenschlichen Kontakt eben noch die Behandlerpersönlichkeit statt. Und Sie können dem Patienten das erklären, was da steht, was das heißt, dann haben Sie gewonnen. Das sind wahnsinns vertrauensfördernde Maßnahmen, die den Praxiserfolg davon erbringen. Weil darüber wird gesprochen, wer hat mir das erklärt, mit dem kannst du reden, der kennt sich aus. Ein bisschen das vorneweg zum Praxismarketing. In dem Teil 2 kommen wir dann mehr auch zu dem, was verpflichtend ist. Aber jetzt will ich noch ein bisschen das auch Behandlungsoption, was einfach ist und was aber auch, ich will nicht sagen einfach genial, aber eben sehr erfolgreich. Für mich gilt immer Folgendes. Wenn ein Patient zu mir kommt, dann gehe ich davon aus, ich versuche ein Störfeld. Damit meine ich jetzt nicht nur das Narbenstörfeld, das natürlich auch im Sinne von Hunnicke. Aber es gibt ja mehr. Ob es jetzt der Magen-Darm ist, durch eine Dysbiose, durch parasitäre Besiedlung, dann meine ich übrigens Helicobacter und Pilze, ja nicht irgendwelche kleinen Parasiten im Sinne von Würmer, die es zwar auch gibt, aber die spielen bei uns eine völlig untergeordnete Rolle. Die Psyche, ganz wichtig. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man einfach oder sonstig jetzt hier nicht einzeln aufzählen muss. Und dann haben wir so eine Basistherapie. Also prinzipiell versuche, ein Störfeld auszuschalten. Und logischerweise ist Magen-Darm nicht in Ordnung, das sieht man schon an der Zunge, das sieht man auch im Auge.
Und auch aus der Anamnese kann man das sich leicht vorstellen, also nur fragen, ist der Stuhlgang regelmäßig, idealerweise täglich, fest und geformt. Das ist ja in den seltensten Fällen. Und da macht das doch auch Sinn, mal die Darmflora untersuchen zu lassen. An drei Beispielen fest, das war auch so heute der Plan, das Rezept aus dem Auge. Nichts einfacher als das. Ich durfte für Annette und Eva letzte Woche so ein Seminar geben, über 6 Stunden, länger braucht man nicht. Wer will, kann man noch mit dem zweiten Teil das nochmal alles praktisch machen und noch mehr Fallbeispiele, noch mehr Augen zeigen, um dieses Wiederholungsmuster zu erkennen. Eine wirklich ganz sorgfältige Anamnese zu machen und eben auch eine ganz sorgfältige Untersuchung selbst durchzuführen oder eben auch noch weitere Untersuchungen so auf ärztlicher Seite eben auch anzuregen. Ja, und damit wollen wir uns im Folgenden befassen. Was sind denn die wichtigen Differentialdiagnosen? In welche Richtungen muss ich denn überhaupt denken? Welche Fragen sollte ich stellen? Ja, um ganz einfach das Ganze gut wirklich beurteilen zu können. Und wir wollen eben auch einen kleinen Blick auf das Chronic Fatigue Syndrom und aktuell natürlich ganz großes Thema und da kommt eine Riesenwelle auf uns zu, das Post-Covid-Syndrom. Ätherische Öle greifen ganz stark im Bereich der Psyche ein. Wo ätherische Öle jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit irgendwelchen Infektionen die Durchblutung anregen können, sodass das Immunsystem gestärkt wird oder eben auch direkt die Erreger mit angreifen können, so können ätherische Öle eben auch ganz stark auf das limbische System wirken und somit die Beruhigung hervorrufen. Adaptogen, was heißt das überhaupt? Ein Adaptogen verbessert die physiologische Anpassung an von außen kommende reizende Einflüsse. Die Folge ist dann eine verbesserte und effektivere Körperreaktion. Und es geht ganz einfach darum, man muss auch mal trainieren, ne? Wie vorhin dann Eva auch sagte, ne? Also jetzt nicht nur irgendwie so Entspannungs-Yoga oder so, da muss man auch ein bisschen Power hinter, ne? Da muss auch mal so ein bisschen, das ist einfach, ne? Stress precedes growth, das ist Eustress und den brauchen wir auch. Eustress ist auch was zu machen, was ich jetzt gerade mache. Also jetzt hier mit euch zu sitzen und euch etwas darüber vorzutragen, was ich liebe. Das ist absoluter Eustress, denn ich bin schon ein bisschen gestresst, bin ein bisschen aufgeregt. Mal den Herrn Boger vorstellen und seine besondere Arbeitsweise, sehr schön und abgekürzt anzuwendende Methode der Repertorisation, also die richtige Arznei herauszufinden. Vor allen Dingen mit Werkzeugen, die sehr kostengünstig sind und die man auch immer dabei haben kann. Man muss eine gewisse Denkweise erst bekommen. Unheimlich viele Patienten gehabt. Zu seiner Zeit fuhr man dann auch mit der Kutsche irgendwo hin zu seinem Patienten, war immer unterwegs, war ein ganz großer Praktiker und er hatte nicht viel Zeit, jetzt irgendwie lange sich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Der hat also alles immer ganz stark abgekürzt und zusammengekürzt und vereinfacht. Eines davon ist das Synoptiki, mit dem arbeiten wir dann in diesem Grundlagenkurs. Und da sehen wir schon die Magdalena Nikotra, 15 Jahre sein, wo du bei Evidia warst, kamst aus der Apotheke. Ja, genau, kamst aus der Apotheke mit schon viel Vorwissen und ich hatte dann auch die Freude, dich damals zum Heilpraktiker zu begleiten. Inzwischen bist du so tief in die Materie der Endokrinologie eingetaucht. Gerade hat sie ihren Bachelor auch noch gemacht in diesem Bereich. Also gibt ein tolles Buch von Magdalena. In Polen ist sie auch sehr, sehr bekannt. Und wenn ihr was über Hormone, bioidentische Hormone, Hormontherapie im ganzheitlichen Sinne wissen wollt, Magdalena, immer beste Anlaufstelle. Und also hier, wenn man sich das anschaut, finde ich immer sehr, sehr spannend, damit man sich klar ist, dass PMS nicht nur ein reines Thema der zweiten Zyklushälfte in dem Sinne ist, dass es irgendwie nur so für sich nur existiert, sondern dass die Eierstöcke von der Schilddrüse natürlich angeregt werden zur Arbeit, dass die Nebenniere hier auch eine Rolle spielt, dass diese drei Organe untereinander sich immer auch unterstützen. Das heißt, die Eierstöcke können immer nur dann gut arbeiten, wenn die Schilddrüse top ist und die Schilddrüse, wenn die Nebenniere top ist und andersrum. Und eine Etage höher haben wir die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, die alles steuert. Die muss natürlich auch in der Lage sein, ihre untergeordnete Drüsen zu stimulieren, zu versorgen.
Und darüber hinaus auch noch der Hypothalamus. Und der Hypothalamus nimmt auch noch alle Sachen wahr, die wir im Leben erleben, ob das jetzt positiv ist oder negativ ist. Alle Einflüsse, alles, was unsere Emotionen hier beeinflusst, nimmt der Hypothalamus wahr. Und das hat auf ihn natürlich auch eine Wirkung. Und dementsprechend verhält er sich gegenüber der Hypophyse. Und die Hypophyse kann entweder physiologisch reagieren, weiter nach unten zu den Organen, oder kann auch in Stotter geraten. Wunderbar. Ich danke dir so ganz herzlich. Ich bin hier wieder mal mit meinem Pfefferminz-Melissentee direkt aus dem Garten und proste euch allen zu. Ich danke euch allen. Es sind ja einige schon gegangen, weil es ist ja auch lange heute. Es ist spät heute schon, ja. Aber es war ein so schön angefühlter Tag mit euch. Ich bin ganz angetan davon. Ich saß auch die ganze Zeit gebannt da. Das war toll. Und vielen lieben Dank, Magdalena. War wieder ein Genuss, deine Stimme auch zu hören. Ich danke der Fee. Ich danke Annette, ich danke Siegfried, ich danke euch, die heute alle da waren, auch bei YouTube. Den Hinweis auf Magdalenas Seminar findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Annette hat das natürlich schon reingestellt. Da geht es wieder los im Oktober, glaube ich, ne? 29. Ja, genau. 30. Im Oktober. Ja, genau. Ne? Dann im Herbst, wenn es wieder dunkler wird, wenn man dann auch wieder viel Zeit hat zu lernen. Und Magdalena, ich hoffe, dass du jetzt nach deiner anstrengenden Zeit auch mal ein bisschen Zeit zum Muße hast und wieder Zeit für deine Familie und runterfahren kannst. Ja, ich bin schon zu mir gekommen. Wieder aufgewacht, so ja. Wie das auch vielen Prüflingen momentan geht. Bei uns ist noch ein bisschen Prüfungszeit und dann geht es auch runter. Und ich danke euch allen viel und wünsche euch einen wunderschönen Abend.